Richtig schick. Richtig schick. Muss auf jeden Fall in die Garage geparkt werden. Alter, war das ein teurer Spaß. War ein richtig teurer Spaß. Da unten ist Strand. Kommt in die Garage. Und dann gehen wir natürlich noch eine Mission an. Ich schau nachher mal, wie ich da dann zusammenpappe. Verzieh dich! Weg! Ah, da habe ich direkt einen Kratzer reingehauen. Schauen wir mal. Mhm. Ich konnte gerade wunderschön den Motor von innen sehen. Der zieht richtig gut, der Wagen. Das ist mal was anderes wie der Dodge, den wir vorher hatten. Boote! Das ganze Geld und ich habe voll Scheiße gebaut. Das haben wir wahrscheinlich von diesem Überfall da gehabt, wo wir dann einfach die Leute weggebratzt haben. Irgendeine Magie und Zahlen, die haben irgendwie zu Andreas Probleme es gibt. Bei denen du helfen könntest. Okay. Kriege ich. Kriege ich nicht. Doch, den kriege ich. Komm schon. Meine Güte! Da haben wir die Kiste jetzt frisch. Da fahre ich die schon zu Schrott. Ich krieg dich. Ich lass dich nicht in Ruhe. Komm schon. Alter. Komm schon! Zieh, Auto! Alter, das gibt's doch nicht! Steig ein! Gib Gas! Der Typ will mich doch verarschen! Baller den doch einfach über den Haufen! Nein, das ist er weg! Whatever, man, he's gone. Naja, das Auto... Ja, Mann! Das hat sich so gelohnt. Das Auto ist fast im Arsch. Alter, das lohnt sich gar nicht. Ich habe so viel Geld ausgegeben, ey. Die gewonnen, so zerronnen. Ich fahr jetzt direkt zur Mission, scheiß drauf. Tausende von... Ja, man muss doch mal sein Geld verlieren können. Fahren wir doch jetzt zu Michael hoch. Ich finde, man muss auch mal sein ganzes Geld in die Mülltonne ballern können. Und das habe ich gerade gemacht mit dem Auto hier. Das habe ich gerade gemacht. Unser Dodge gefällt mir doch insgesamt besser. Vor allem, nachdem ich den hier hochgetunt habe. Ich bin so ein Dödel. Na egal. 1000 Dollar Videospielgeld verschossen. Aber ziehen tut die Karre doch ganz schön. Also die Kiste zieht richtig, richtig übel. Sieht's ihr gerade wunderschön an. Wobei generell ziehen hier die ganzen Autos ganz schön an. Stellt euch vor, stelle ich mich jetzt hier einfach auf die Autobahn und dann bleibe ich einfach stehen. Alter, wie voll das ist. Danke, tschüss. My car, asshole. Jo, in der Theorie ist es echt unser Auto. Aber ich hab's ja schon fast gekillt. Oh, geil, das Geräusch, wenn man über Gras fährt. Müsst ihr euch mit Kopfhörern mal reinziehen.
Auf jeden Fall alles mit Kopfhörern anhören, das hört sich richtig geil an. So. Hup dich selbst, ich fahr jetzt hier voll durch. Wuhu! Scheiß auf, dass wir so richtig krass viel haben. Sag mal, hört richtig, wie die Leute einen beleidigen. Fällt mir. Fällt mir richtig gut. Ja, die Kiste, die wir jetzt fahren, ist Müll. Wir haben die hochgetunt und direkt zum Müll gefahren. So schmeißt man sein Geld raus. Geile Scheiße. What the fuck? Da zieh ich mir jetzt rein. Der Polizei helfen. Komm. Stopp, du Spinner. Fahr zur Hölle! Und hier raus damit! Dankeschön! Komm her! Matsch! Alter, geil! Wie das Auto im Arsch ist! Was ist denn? Franklins Fahrzeug kostet ja eine Worte beschlagnahmt. Fahrzeuge können bei der Gegend keinen Lol. Alter, ja, schieß mir alles kaputt. Ich kann das Auto gar nicht mehr kontrollieren. Die Reifen sind so im Arsch. Ich bin besser ohne das Auto unterwegs. Pack die Waffen weg. Steh auf! Ja, hallo, steh auf! Komm, gib Gas! Wir fahren uns hier nämlich voll übelst hinterher. Komm, Franklin! Gehen wir hier durch. Wenn wir hier voll die fettkrasse klassische Musik hören. Und da sind wir schon bei unserem Arbeitgeber. Tatam, tatam. Lol. Bergauf laufen. Voll die Hölle. Ja, wir sind da. Puh. Gummi. Yes, Baby. Wir sind da. Auf dem Tennisplatz. Lol, es ist sein Haus. Bin ja nur quasi voll eingebrochen. Autsch. Ah, doch ein Kreis. Jetzt kommt bestimmt Büdüm. Lol. So geht's natürlich auch. What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired.
Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Okay, wir spielen wieder Michael. We're taking my wife's car. Who the fuck is Jimmy? Bestimmt der Sohn. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad? Shit! I mean our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that, man. Das ist so behindert. Dieser Junge ist so ein Stück Scheiße auf zwei Beinen. Mann, 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 Mann. Alter, die Kiste von der ist geil. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Pathologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Man, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. Alright, Holmes. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'ma help you get this boat back, right? That you are, my friend. Das ist so behindert. Vor allem, habt ihr eben gesehen, erinnert euch an das Handy. Wie kann man sich auch nicht erinnern an dieses müllige Handy, was hier der gute Herr Franklin dabei hatte. Das Handy von dem hier war ja richtig krass geiler Scheiß. Es war ein iFruit. Kommt mir doch bekannt vor, die Form. Geiles Spiel. Dieses beschissene Kind. Na egal, das holen wir uns zurück. Oh, there. What the fuck? That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Das ist doch super Schwachsinn, hoch 10. Alter! We got a plan? Ja, ich denke. Once I get us up close, you're the board part. More like the father than trap. Oh Gott. You'll be fine. Anything happens, I got a piece in the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking. So you thought of everything, right? Well, you said you this is just so genial! Ja, häng dich! Kein Thema, häng dich da draußen raus! Hey, you want me to do this shit? You better give me closer, man!
Halt die schön fest, das wird jetzt richtig lustig. Wie geil das ist! Lol, okay, ich kann dabei weiter Kreis drücken, sehr schön. Hammergeil. You on the wrong boat, boy. Nah, you on the wrong boat. Jetzt, lol, ja, auf jeden Fall. Komm, Kiste! Alter! Toll! Nicht geschafft! Alter, das ist voll schwer! Warum kann ich nicht einfach zielen? Nö! Ist auch viel zu einfach, wenn ich einfach zielen könnte. Ah. Müsst euch das so vorstellen, ich kann nur ballern und nicht zielen. Und das ist voll für den Arsch. Oh, ihr wisst genau, dass ich das jetzt noch... Oh, there! There, there it is! That's my boat! Ja, das Lied kommt automatisch, sehr schön. Yeah, well, we'll catch them. Da geh ich hin. Diesmal krieg ich das hin. Don't start shooting people without my say-so, man. I need to get my fucking head down. Ja, dann... Mann, dieses scheiß Auto da. Dieses verkackte Pisskind. Hey, steady, man. Lol, das Auto, was da gerade gefahren ist. Egal. Jump. Jump. Komm schon! Ja. Richtig behindert. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy! Oh, Dad! Ken, watch out for the boom! Fuck! Ah, hold on! Dad! Help! 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 Jimmy! Get under him, man! Let him drop in the car! Komm schon! Whoa, I can't do this anymore! Ja, ich will da runterfahren! Lol, timing! Wie geil das ist! Das ist so geil! What the fuck? Auf jeden Fall! Ja, auf jeden Fall, gib Gas! All fucking board? Let's stop this ship from sailing. Now that doesn't sound good! Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing.
Komm schon! My fucking boat! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Auf jeden Fall. It's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. Meine Fresse, ey, verdammt. Als Frank da drauf gejumpt ist, hat er natürlich die Kiste zerstört. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's... All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that. It's daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Frank, do you do me a favor and get this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dawg. No problem. Dad! Enough! Alright? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Alter, hat das Auto gerade hier, Mann. I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Thanks, man. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Nah, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Das Spiel ist richtig geil. Eben als hier ganz leicht der Auspuff, als das dann Knallen zu hören war, da ist die Karre richtig abgekratzt fast. Up there, go left. Geile Scheiße, da links fliegt ein Heli, rechts. Joggerin. Das Spiel ist so fett. Habe ich euch wieder eine Stunde Eindruck gezeigt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ich hab's auf jeden Fall. Das war echt krass. Tut mir übrigens immer noch leid wegen der Mucke. Ich ab und zu halt rechtsgründenmäßig ausschalten muss. Oh, Alter, die Karre kratzt gleich komplett ab. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after him. Alright, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Alright. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house. We'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Willkommen bei Los Santos Customs. Ja, da waren wir ja eben schon mal. Fahr rein, um dein Fahrzeug zu reparieren, zu modifizieren und umzulackieren. Bitch, verpasste dein Fahrzeug eine neue Lackierung, um die Bullen loszuwerden. Ja, Pain Spray ist, hat ja jetzt das Zeichen. Lass Amandas Auto reparieren. Ja, vor allen Dingen hinten steht auf Crystal mit einer 4. Voll cool. Let's do it, bro. Amanda wants a spoiler. For a second, I thought you just come here to talk smack about that race you won. Na, gratis reparieren, danke. Recondition. Sweet. Dude, what's happening? Ne, wir fahren auch wieder raus. Das reicht. Auto reparieren, rausfahren. Ich habe wieder ganz viel Asche gerade gesehen, habe ich gesehen. Die Balken war. Tuning-Werkstätten sind verfügbar. Fahren Tuning-Werkstätten für Reparaturen und Verbesserungen. Aber wir fahren jetzt erstmal den Jungen nach Hause. Das Auto ist jetzt ganz. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean. Sure. Jimmy, ain't he?
are James. Jimmy? Or just like, Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Your Pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully? Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Huh, I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Lol, wie geil das einfach nur ist. Der Arbeit, hast du den Job gesucht? Nein. Bewerbung, nein. Ich habe generell noch nie gearbeitet und geht Tag für Tag rum. Ja, super. Danke. Du Spaß! Alter, die Lackierung! Verdammt! Es gibt Punktabzug. Verdammte Scheiße. Dann kann ich jetzt auch hier rumbrettern. Die Karre ist geil, aber unser Auto ist ja auch geil. Ich bin gleich mal gespannt, ob wir Bob noch ein eigenes Auto haben. Woohoo! Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but Hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Der ist so ein krankes Stück Scheiße. Bestanden. Vater und Sohn 75% schneller fangen. Ja, war es leider nicht. Ich guck gerade auf die Uhr. 1 Stunde 33. Und, Treffen mit Freunden kannst du bei Telefonanruf. Ja, bla bla. Neuer Kontakt. Yo, F. Hab dich bei... warte, was? Live Invader eingeladen. Eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit. Dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann, Jizzle. Oh Gott. Wobei, könnt ja mal, wenn ich irgendwo Kontakte, Taxi. Fahr ein Taxi. I need a cab as soon as possible. Not a problem. A driver's on the way. Thank you. Ja, dann gucken wir uns das auch mal an. Hauptsache, was für Apps, wie man sich hier alles runterladen kann. Hier sind echt nur Schnösel unterwegs. Sind echt nur die üblen Schnösel unterwegs. Karte. Alter, wie weit ich weg von zu Hause bin. Kfz-Abschleppplatz. Auf jeden Fall, ja, da düsen wir jetzt hin, holen dann unser Auto ab und dann packe ich das auch mal unter abgeschlossen. Das sind richtig geile Karren. Ja, das ist es. Nein. Genau, Fahrgas. Wegpunkt. Und du könntest das Radio ausmachen. Und überspringen. Hauptsache überspringen ist teurer. Okay. Schön, dass man das auch hinzugefügt hat. In der Zeit, wo man pennt, bezahlt man mehr Geld. Ergibt Sinn, dann kann man nämlich die ganze Zeit Kurven fahren.
sich die ganze Zeit im Kreis drehen. Wie viel Geld ist mehr Geld? Aber jetzt erstmal beim Abschleppdienst $32. Welches Auto haben die uns denn abgeschleppt? Wenn das das rote Teil ist, ist es mir eigentlich fast egal. Drücke, um ein beschlagnahmtes Fahrzeug auszulösen. Ja. Immerhin. Wir haben die Kiste repariert. Und natürlich erstmal ein bisschen durch die Gegend gebraust, die Schweine mit dem Teil. Was mich viel mehr interessiert. Alter Franklin. Ich will speichern. Ich wollte jetzt nicht eine Mission machen. Der geht ja mal wieder deftig die Scheiße ab. Ja! Zieh dich. So, Licht an. Gas geben. Das Auto ist nicht so stabil, leider. Könnte es aber sein, in der Theorie. Wo die Karre mal schmutzig wird. Alter, wie der zieht! Der zieht wirklich echt übel. Ja. Das meinte ich. Dahinter ist unsere eigentliche Kiste. Lol. Lamars Motorrad. Hauptsache der Dodge ist wieder da. Und hier an der Stelle verabschiede ich mich auch von euch. Natürlich werde ich nochmal kurz schnell speichern. Düdüm. Düdüm, düdüm, düdüm. Harte Arbeit. So. An der Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch. Schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt GTA 5 mit mir, dem Nefkara. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.